Stevie, Luzerner Sportpreisverleihung, zweiter Platz. Zufrieden oder hat man noch Luft nach oben? Ja, das Ziel ist schon mal, den zu gewinnen. Ja, aber letztes Jahr ist ganz klar, Manuela ist da, hat ja alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und absolut verdient. Ich meine, das ist riesig, was sie geleistet hat. Und völlig zufrieden mit dem zweiten Rang. Aber irgendwann wollen wir natürlich schon. Der erste Rang auch noch. Wir haben vorhin mit ihr geredet und haben ihr angeboten, wenn sie und du beide Gold heimbringen, dort wir den Luzerner Sportpreis teilen könnt. Wärst du einverstanden? 100 Pro, also das ist der gleiche. Ich glaube, das nehmen wir dann gerne. Das wir dann gerne teilen, wenn wir beide Gold haben. Wenn man auf deine Leistung zurückschaut, das ist schlichtweg sensationell. In einer Sportart, wo die Schweiz eigentlich noch nie gross glänzt, dann holst du Edelmetall, wenn du zurückschaust. Was war entscheidend gewesen, um überhaupt so einen Erfolg können zu landen? Ja, ich denke, das ganze Umfeld, das wir professionalisiert haben, von vielen Jahren schon, von klein auf eigentlich, den Traum hatten, an den Olympischen Spielen dabei zu sein und jetzt auch die WM-Medaille zu gewinnen und immer gross gedacht und alles dafür gemacht, harte Arbeit, und das zahlt sich immer schlussendlich aus. Die Olympischen Spiele müssen ein Jahr verschieben. Wie gross wärst du in Form gewesen, um dort nochmal abzuräumen? Sehr gross. Ich war sehr gross in Form gewesen, aber das verschiebt mich jetzt um ein Jahr und nächstes Jahr bin ich noch mehr in Form.